Hoi Peter, Hi Thomas. du bist ein Trager, Praktiker seit mehreren Jahren. Du hast uns das Trägerlogo mitgenommen. Das sagt etwas ganz Tiefes und Wesentliches über die Trägerkörperarbeit aus. Genau. Das ist der Milton Träger, der die Arbeit begründet hat, hat eines Tages einen Kalligraph, einen Tai-Chi-Meister, einen chinesischen, eine Sitzung gegeben. Das war der Ausdruck, den wir uns gefühlt haben. Und das Logo hat er Dancing Cloud genannt, also tanzende Wolke. Aha, ja. Das ist der Aspekt von einem Gefühl von Leichtigkeit, wo kann zum Ausdruck kommen kann nach einer Sitzung. Also die Leute fühlen und leicht und erfrischt und neu. Häufig auch ein ganz neues Gefühl im Körper. Das Körpergefühl. Es ist sogar so, dass sie manchmal das Laufen am Anfang wieder neu finden. Das ist, also ich meine, es ist ein bisschen kacklig anfühlen, aber es kommt schnell wieder. Es hat damit zu tun, dass sich Muster auflösen im Körper durch die Arbeit. Mhm. Das Prinzip von Wellenbewegung, das ein Prinzip ist, lösen sich Muster auf, Verspannungen, wo dann der Körper sich eben anders anfühlt. Und sich leicht kann anfühlen. Mhm. Also die Leichtigkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Arbeit. Und woher kommt die dann während der Arbeit? Das ist ein Gefühl, das man als Praktiker selber entwickelt. Wir nennen es Mentastics. Das ist ein Wort, das zusammengesetzt ist, Mental und Gymnastik. Mentale Gymnastik. Und das bedeutet eigentlich so wie bewusst gefühlte Bewegung. Also es ist eine Bewegung, nicht nur einfach eine Bewegung ist, sondern es ist ein Gefühl nach Leichtigkeit. Also wie leicht kann die Bewegung sein, zum Beispiel. Und das haben wir als Praktiker schauen, dass wir das entwickeln in uns. Also wir das Gefühl bekommen tiefer und tiefer von dem. Und wenn man es hat, kann man es jemand anderem geben. Das ist dann wie eine Grippe, wo man sich anstecken kann. Ansteckende Gesundheit, ansteckende Leichtigkeit. Wenn ich nach dieser Leichtigkeit frage in meinem Körper, dann ist das die Antwort, die ich bekomme. Ja. Wenn ich für die Spannung schaue, dann spüre ich die Spannung. Also wenn ich nach Leichtigkeit frage, dann ist das, was zurückkommt als Antwort vom Körper. Ja. Das machst du mit deinen Händen? Ja. Mit den Berührungen vom Klienten? Ja. So. Das ist der eine Teil, genau. Das andere ist, dass wir die Leute auch von dem, was wir selber entwickeln, mit uns selber, mit den Testings, auch weitergeben. Im Stehen, im Sitzen, wie es kommt. Aber dass sie etwas mitnehmen können, wo sie können wie weiterspielen können. Ja. Also, wenn Schulterverspannungen da sind, ist das sehr eine schöne Möglichkeit, zu spielen dann mit dem Armgewicht. Und zu schauen, was ist da? So, das ist auch so wie ein bewusstes Pausen einbauen, denn im strengen Büroalltag zum Beispiel, ständig am Computer, ist das sich Zeit nehmen. Das hat eine Wirkung, wenn du nur schon eine Minute machst. Das ist so wie ein kleiner Reset. Okay, dann kann man wieder an die Arbeit. Also kommt man eigentlich während der Sitzung auch Sachen über, die man dann in den Alltag kann übernehmen kann, um das Gefühl von Leichtigkeit auch beizubehalten und immer wieder holen. Genau. Also grundsätzlich ist es das Gefühl, das sie aufstehen, wo man sich auch immer wieder daran erinnern kann. Also wie Wut ist sehr ein einfaches Gefühl, um sich erinnern daran. Du musst nur mal etwas denken, was die wütend macht. Und dann ist es da im Geist und es ist im Körper. Man reagiert auch gerade. Das Gefühl von dieser Leichtigkeit ist auch etwas, wie war es dort, nach dieser Sitzung? Genau so. Na, schön. Super. Danke vielmals. Danke dir.